Hallo, liebe YouTube-Gemeinde, und willkommen bei einer neuen Folge Neverwinter Nights. Ja, alles in allem bin ich hier, um einen Blutsucher zu töten und hier die Quest Könnt abzugeben. ihr etwas gebrauchen? Alle tot, habe ich gehört. So. Blutsucher. Da ist doch schon einer. Guck mal an. Da war einer. So, damit haben wir unsere Blutsucher-Quest erledigt. Soweit ich weiß, ist dann hier keine mehr. So, wir müssen hier noch einmal bei den kleinen Hobbit. Abgeschlossen. Dann gucken wir mal auf die Karte. Da oben müssen wir ja jetzt hin. Das ist auch noch das letzte Gebiet in diese bei den Ruinen hier. Also der letzte Teilabschnitt, den wir zu machen haben. Verstanden, mein Freund. Stürzt euch, Ruxeljana hat mir durch eure Tat, durch eure. Ja. Ich bin der Held. So, okay. Dann gucken wir mal. Im Laden. 39 Schilder mehr. Oh, wir können bald zwei Siegel des Löwen kaufen. Platz ist noch massig und genug. Ja, hier den Piratenkönig müssten wir eigentlich machen. Muss man mal schauen. So, ein Banditenoffizier. So ein Sack, ey. Schon das zweite Mal, dass er mich unterbrochen hat. So ein Alter, ey. Sausenkel, naja. Gut, dann schauen wir mal weiter hier. Ich töte Banditen, yippie, yippie, yay, wenn Banditen da sind. Wo sind meine Banditen? Hier ist irgendeiner, der vorher meine Banditen tötet. Also, wir gucken mal ganz kurz hier ins Inventar und machen mal hier uns eine vernünftige
Naja, wir haben keine vernünftige Menge an Heiltränken mehr. Weil wir noch ziemlich viele gebraucht haben. Hexe, Hexe, Hexe. Ah, da unten. So, aber wir müssen ja noch Banditen töten. Das da hebe ich nicht auf. Das ist. Dann gehen wir darüber. Da ist kein Bandit. Aber da hinten müssten noch jetzt mal langsam wieder welche sein. So, da haben wir auch noch einen Bandit. Na, dann gucken wir mal rund, ob mal wieder irgendwo was gespawnt ist. Das hier ist eigentlich. Ziemlich. Ja, wir könnten noch da oben reingehen. Ah, da sind noch welche. Irgendwie habe ich leichte Lags. Ich hoffe mal, das hat nicht mit dem Computer zu tun. Oh, was Blaues. Ach. So, die Offiziere habe ich alle. Dann fehlen mir nur noch ein paar Ader, ein paar von den. Bisschen was von dem Kleingerümpels hier, um die Quest abzuschließen. Aber das kriegen wir ja noch zusammen. Da sind noch schon wieder welche. Brauche ich zwar nicht mehr, aber du stehst mir im Weg. Da brauche ich noch einen. Einen einzigen, das ist nicht besonders viel. Na, da ist doch schon.
So, und jetzt schnell ans Lagerfeuer, um einen Heiltrank zu sparen hier. So, hier an dir vorbei. Einmal durchgewurstelt und Lagerfeuer. Map. Aha, da oben, das muss ich auch machen. Also mal voll geladen. Dann geht's los. Wie sieht's eigentlich mit meinen Gefährten aus? Rang 13, 14, 7, 11. Naja, ich mach dich mal zuerst hoch. Ah, man kann da unten rumgehen, naja. Ich versuche an allem vorbeizureiten. Hier sind nämlich ziemlich viele Monster. Hoppala, ja, hier sind ziemlich viele Monster. Und da möchte ich eigentlich nicht ins Kreuzfeuer geraten. Hab ich auch geschafft, siehst du. So. Es war nicht so, wie ich dachte. Ich habe gehofft, ich komme da besser durch. Aber dann müsste ich mir Reiten 2 oder 3 kaufen. Und das ist richtig teuer. Die kosten über ein paar, also ich glaube, fast 1 Million Astraldiamanten oder sowas. Dann kann der wesentlich schwerer vom Pferdchen gestoßen werden. Und das ist ja nicht nötig. Ups, so, Map. Schauen wir mal, ne, da kommen wir sowieso hin. Und da war er Puttiput. So. Ah, da liegt eine Kiste. Wunderbar. Ja. Ich bin im Aufnehmen. Ja, die schlafen noch. Ich bin im Aufnehmen. Ja, kann ich machen. In 5 Minuten bis 10 Minuten. Ja. So. Ja, auch die Bogenschützen in der KI wissen nicht, wo sie sich hinstellen sollen. Der braucht einfach sehr ausladend viel Platz, der Kerl. Zum Kämpfen, so. Gott.
Aber ich glaube, langsam, aber sicher habe ich hier den Dreh mit dem Waldläufer raus. Also ich bin ziemlich überzeugt davon, dass ich ganz passabel mit dem spiele. Bessere gibt es mit Sicherheit. Solange spiele ich das arme Kiefer auch noch nicht. Aber so prinzipiell gesehen. Ist doch an meiner Spielweise kaum was auszusetzen, ne? So, unsere Berufe sind fertig. Und zwar die Hose. Die wollte ich direkt upgraden auf eine höhere Hose. So. Wo ist sie denn? Hose, 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 Hose. Ja. Und genauso das Hemd. Das wollte ich auch upgraden. So. Weiter geht's, so. Was wird sich wohl hinter Tür Nummer 2 verbergen? Er tut einen immer noch mal erwischen, der Kerl. So, ich glaube, da unten ist der Endgegner. Das bedeutet für uns, wir müssen uns mit dem Leben voll machen. Wir haben unsere Ulti. Können wir uns nicht einfach noch eine zweite Ulti hier reinziehen? Aha, wann wird das denn freigeschaltet? Stufe 20. Das ist nämlich meine Unsichtbarkeit. Die möchte ich definitiv mit drin haben. Wenn ich hier den Piratenchef erledige. Zuerst mal die Kleinen erledigen. Ah, oh, er hat meine Kima erledigt, der Sack, der. Aber wir haben dann ja geschafft, ein paar Heiltränke später. Und ein schickes neues Accessoire. Kraft, Verteidigung, Robustheit, na gut, können wir. Können wir auch.
Rüstungsausstrahlung ein. Nehmen wir auch. Was Blaues. Rüstungsklasse plus 5. Kraft, Verteidigung. Die nehmen, allein wegen den 5 Rüstungsklassen. Die verkaufe ich mal nicht. Ach Quatsch, die ist für... Ach, beschützenden Kämpfer verkaufe ich doch. Okay, wieso nicht identifizieren? Stufe 30. Ah, wir haben ja nur Identifikationsrollen bis Stufe 29. Wir finden ja jetzt die 30er Geschichten. Na gut. Das heißt, da müssen wir mal schauen. Da können wir also jetzt nichts machen dran. Da müssen wir warten, bis wir die nächsthöheren Identifikationsrollen bekommen. Wir haben Minute 23 erreicht. Ich würde mal sagen, hier ist ein schönes Plätzchen. Um für heute Schluss zu machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch mit der kleinen Störung. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, tschüss.